ist. Mann! Entschuldigung, Entschuldigung! 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 Welcome und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA on the line mit dem lieben Logitech unterstrich HD. Hallo! Finale. Genau, wir machen heute den Flecker-Überfall-Finale. Ja, es ist jetzt sehr viel Zeit vergangen seit der letzten Folge, 5 Minuten höchstens. Ja. Es waren vielleicht 2 oder so. Ja, wahrscheinlich nicht mal. Nein. Was will der von mir, Junge? Ist schon zu hoch für mich. Ja. Nee, ich bin Vater. Nein! Doch. Naja, ich hab deinen Schuss. Okay. Spring's einfach. Fließer. Also bei mir flackert, lässt er irgendwie so voll komisch, wenn er im Schatten ist. Okay. Jetzt wieder. Bei mir nicht. Das war von davor irgendwie nicht. Alter, come on! Atemberaubende Orgien! Nee. Nicht? Nein, nee. Schau mal, was für Lichtschalter das gerade war. Ja. Also dann ändern wir doch hier mal. Okay. Komm, hau raus. So. Jetzt geht's los. Ich bin am überlegen, ob ich die hier nehmen soll. Ne, ich nehm die hier. Aber in einem anderen Wagen. Ja, egal. Nein. Jetzt habe ich ein Turismo R. Oh. Aber davor hatte ich ein Rennrad, das war noch schlimmer. Hat schon ein Rennrad? Ja, ich habe ein Rennrad. Ich bin sportlich, nicht so wie du. Oh, fast person. Ah, ja, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Oh Gott, schaut dein Wagen hässlich aus. Ja, läuft bei den Passanten! Guck mal, was der gemacht hat! Ja, genau! Ja, mach... Läuft bei dir aber hart. Nein! Was ist? Unfall. Oh, perfekt gefahren, nur wie ich die Kamera gedreht hab. Wait! Nee. Du holst mir doch sowieso ein mit deinem overpowerten Monster-Truck-Wagen, der Osiris. Halt. Ja, bloß ich fahre einfach gegen jedes Auto. Na gut, dann holst du mich nicht mehr ein. Nein. Alter. Jo, leck des Jahrtausends! Ich bin schon da jetzt. Echt jetzt? Ja. Ja, ich nochmal gegen den Auto, oh mein Gott. Kann der nicht fahren in GTA, oder? Ich bin einfach nicht gewöhnt, auf Tastatur zu fahren. Ja, Ausreden. Nee. Doch. Nee. Ich komme mal zu dir, dann muss ich nicht so weit fahren. Ich fahr dir entgegen, Junge. Ich fahr dir so in das Auto rein. Dann kriegt man keine Prozent-Dingsbums. Komm jetzt. Oh fuck, ich bin der Fahrer. Egal.
Ich jetzt mal einsteigen? Mei doch. Ja, sauber. Ich sehe da gar nichts. Jetzt ist er wieder rot. Was ist wieder rot? Ja, guck mal vorne an den rechten Scheinwerfer. Hä? Bist du nicht First Person? Nein. Was? Du hast nicht eingestellt. Nein. Echt jetzt? Egal, mach ja trotzdem First Person. Jetzt muss ich eh gerade hacken. Trotzdem. Ah, oh, verkackt. Hier ist das Hacken nämlich um einige schwerer als bei der Vorbereitung. Hä? Ich hab das aber eingestellt, dass... Lol, hat's das nicht übernommen, oder was? Also ich konnte... Musste nicht in First Person sein. Mann, jetzt haben wir die Vorbereitung umsonst in First Person gemacht. So, hast du das Ding geschafft? Oh, verkackt! Hasch ist dann. Bist du schon da? Ja. Nee, bin ich. Nee, bin ich nicht, aber ich hab noch 2 Kilometer. Mann, wir gehen im Blöden. Nee, ich hab echt keinen Bock mehr. Wie so einen blöden Leck. Ja, genau. Ich hasse Heck wie die Pest. Leute, ich mache einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Dein Ernst? Junge. Oha, er cuttet einfach. Ja. Bei mir leckt es einfach die ganze Zeit. Schon wieder. Ah. Bist du da? Ich bin da. Ich würde sagen, dass du auch einen kurzen Cut machst. Nee, mach ich nicht. Okay, viel Spaß bei... Er ist schon wieder verkackt. Konzentrier du dich jetzt mal, weil bei mir könnt ihr sehen, wie scheiße du bist. Ich gehe ja nicht in die Bank. Hasch es dann bald. Wir nehmen jetzt schon 7,5 Minuten auf. Ich bin schon wieder verkackt. Ich war fast am Ende vom zweiten Ding, Alter. Schau jetzt aus dem Fenster raus, mach ein paar Fotos. Ich stell mein Handy um, mein geiles iPhone, mein iFruit. Hey, geil. Nein. Oh, zweite Schloss geknackt. Oh, jetzt habe ich gleich wie immer gemacht. Ich dachte, dass es links rauskommt, da kommt es rechts raus. Das Ding erfahren noch schneller. Nee, rot ist cool. Ja, natürlich leckt's. Ich schaue ein bisschen im Internet nach. Mittwoch kommt das neue Update. Das Mann! Entschuldigung. Entschuldigung. Du bist echt scheiße. Das finde ich irgendwie nicht so okay von dir. Der Frosch-Helikopter heißt übrigens Annihilator. Annihilator. Ja. Der ist so geil. Hast du es jetzt dann bald? Nee, ich bin gerade schon wieder gestorben. Ach. Wieder. Ich glaube, ich mache echt einen Cut.
Halt mir so langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Dinka Jester. Chester. Jester. Oh mein Gott, so weit war ich noch nie. Und jetzt bloß nicht verkacken. Reg dich jetzt bloß nicht auf. Beunruhig dich jetzt nicht. Oh. Hast du Kraft? Ja. Ah, okay. So Leute, da bin ich wieder. Ich hab's geschafft. Die volle Version könnt ihr bei mir sehen. Bei ihm ist das Video ist bestimmt 5 Minuten länger. Ja, echt. So. Komm, hol dein Handy raus. Yay! Lelele. Und vergesst nicht, fast Personal zu machen. Ja, yep, stimmt. Muss jetzt gleich noch reingehen. Ah. Warte, 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 warte. Okay, go! Genau! Warum gehen die nicht mit einem Dingsbums los? Egal. So, jetzt muss ich bohren. Würde ihr dann eine Kamera nehmen, oder? Hier so, ihr. Okay, wie macht man das jetzt? Oh. La, la, la. Hä? Ja. Habt ihr nicht genügend Einschüchterung? Okay. Fast geschafft. So offen. Ist offen? Ja. Gut. Ja, lauf bei dir, los. So. Das Lustige am Kuruma ist, wenn du von außen drauf schießt, gehen die Scheiben kaputt, aber von innen natürlich nicht. Warum sollten die auch kaputt gehen? Ja, das ist die Logik. What the fuck? Wow! Yep, Gas! Ich drück schon voll. Ich kann hier keine Granaten benutzen. Nee, beim Kuruma kann man nichts rauswerfen. Hör auf, in meine Scheibe reinzuschießen, das geht, sehe ich wieder nicht. Ja, jetzt sehe ich sowieso nichts mehr. Hey, warum siehst du nichts mehr? Ja, weil du in meine Scheibe reinschießt. Dies geht aber nicht kaputt. Eben, deswegen sind ja die ganzen scheiß Splitter drin, Alter. Was sind bei mir sind keine Splitter drin. Ich bin zu schnell für den Cargo Bob. Übrigens, hier ist der Cargo Bob, nur mal schnell zum Zeigen. So, und jetzt wieder in First Person. Wow! Ich bin unter den Cargo Bob gefahren in First Person. Wow! 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 Wow. Okay. That's nicer, dicer. So, geschafft. Show to me. Da. Yes, it is the holiday season. Crest residence and daddy's out drinking. Say, past. If that thing I talked about comes up, I'll call you in. In the meantime, if anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey. Okay. Okay, also, okay. Ich habe wieder Platin, weil ich einfach besser bin als du. Nee. Doch. Tata.
tatsächliche Beute, Anteil der Beute 86.000 Euro. Abgeschlossen in unter 5 Minuten Dingsbungs. Das haben wir wegen, das haben wir dem Pixel zu verdanken. Der so schnell im Hacken ist. Ja, aber ist. Was ist denn mit dem, warum ein paar Fahrzeuge, warum ist das so sehr kaputt? Hä? Weil du gegen die Scheiben geschossen hast? Natürlich. Oder weil du zu spät eingesteigt bist. Wieder auf mich schieben, ja, ja, schon klar. Ja, ja. Muss man. Ja. Ich muss. Nee. Ich muss. Nee, das reicht. Nee. Leute, das war's mit der Folge. Nee, warte mal. Jetzt muss man noch Bier trinken. In der Bar. Wow. Alter. Warte auf Spiele. Ja, ich stecke mir jetzt auch ewig dran. Und da schreibt die ganze Zeit irgendwas auf Arabisch jemand, der Arche und der Vulkan. Ja. Nein. Was ist das für ein Spanisch? Indonesiastisch. Ja, wie lange das ist einfach lädt? Eben. Mann. Deswegen würde ich sagen? Nee. Nee. Was? Bitte beim Beitritt zur Sitzung ist ein Fehler aufgetreten. Genau! Ja, egal, auf jeden Fall. Das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Bei mir seht ihr jetzt noch, wie man einen trinkt, oder? Sieht man es noch? Hallo? Weißer Bildschirm. Ja, zum Beitritt ist ein Fehler aufgetreten. Natürlich kann man jetzt auch. Deswegen, Leute, was ist mit der Folge? Ich bin im Story-Modus, genau. Also würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von GTA 5 Online. Tschüss! Ciao!